Ja, moinsen Leute und herzlich willkommen bei Ein Tag vor Beendigung des Rituals. Ja Leute, hier sind wir wieder. Wir fangen direkt damit an, dass wir unser Garnisonsgebäude weiter ausbauen in Arnheim, unserer reichsten Stadt mit einem Einkommen von 1448. Das kann keine Stadt hier nur annähernd überbieten. Also bauen wir sie direkt weiter aus. Oh yeah. Ich meine, guckt euch mal diese Boni an. Hier. Einkommenshilfen plus 50% und der Hafen an sich macht schon 300. Und wir können ihn nie auf Stufe 5 haben. Es wäre so schön. Es wäre so schön, Leute. Aber okay, wir müssen. Wir sollten uns über die kleinen Dinge im Leben freuen. So, du kannst dich schon mal hier hinstellen. Ich meine, du darfst eh noch 8 Runden chillen. Und deswegen tun wir euch beide komplett an den Rand unseres Reiches, damit auch ja, ich dann mich selber gefährde. Aber so macht das schon Sinn. Was auch immer er macht. Ich habe das Gefühl, der Typ hier von den Elfen-Fuzzis bettelt sich mit meinem Dunkelelfen-Verbündeten. Ich habe das Gefühl, das tun die. Hier gibt es Tore? Ist ja interessant. Und wenn man die Tore hält, dann kommt man... Ah, ist ja cool. So Tore ins Innere der Elfen, oder wie? Und da stellt man nur Armeen drin ab. So construction began on a device to dominate the vortex. Warp stone enhanced lumber was required. And the gnawing of rats provided it. The Grey Seer was pleased and raced back to Skavenblight to report on his accomplishment. Nice. Ritual des Nagels. Die Gesänge der grauen Propheten verstummen. Als eine monströse Glocke erklingt. Das grausige Totengeläut erschallt ein, zwei, 13 Mal. Am nebligen Himmel verdeckt eine monströse Silhouette den Mond für einen kurzen Moment. Es ist eine massige rattenähnliche Gestalt, deren Hörner das Himmelsgewölbe selbst durchstechen. Entsetzt stoppen die versammelten Skavenmassen ihr triumphierendes Gewuse und starren in verzücktem Schrecken auf ihren Gott, die große gehörnte Ratte. Eine gewaltige Klaue sinkt herab und schaufelt eine quiekende Menge Skaven auf und wirft sie in den klaffenden Schlund des Gehörnten. Dann verschwindet die Gestalt wieder im Nebel. Die grauen Propheten überwinden ihre Furcht und drängen die sprachlosen Kriegshändler dazu, sich aufzuraffen. Mehr Wobstein wird für diese Rituale benötigt. So, das haben wir geschafft. So, die wurden jetzt zurückgewerfen, ne? Ich bin sogar der Erste, der damit fertig ist. Ist ja krass. Ja, dann haben wir ja echt noch ein bisschen Zeit. So, wir können die Stadt hier oben ausbauen. Stimmt, die Stadt wirft uns auch schon seit geraumer Zeit sehr viel Geld. Ob das ist eine sehr reiche Stadt. Aber die muss nicht groß ausgebaut werden. Boah, konnte ich diese Stadt ändern. Produziert ja bestimmt richtig Geld. Ach du Heilige. So. Na, 4500 ist echt ein bisschen viel. Komm mal runter. So, erstmal 60% Steigerung, das lohnt sich immer direkt. So. Hier irgendwas Interessantes. Ja, ich kann anfangen, das reinzubauen. Produziert auch Geld, lassen wir es erstmal auf erster Stufe, das ist immer gut. Mit der Steigerung, die wir hier von 80% bekommen, refinanziert sich das Gebäude sehr schnell selber. So, ihr beide seid dann sicher bereit. Ihr habt nicht unbedingt die stärksten Armeen, aber ganz gut. So, wann kann ich dich angreifen? Nein, ich will dir kein Geld geben. Warte, wenn ich den anderen Skaven anbiete, deren Krieg beizutreten... Dann macht ihr auch ein Bündnis mit mir. Ich bin so ein schlauer Typ. Ah, fuck, meine Verlässlichkeit ist trotzdem auf Null. Okay. Das ist war wiederum... Ah, fuck, jetzt kämpfe ich hier gegen solche Kumpf. Ist da oben eine ganze Nation? Ah, okay. Aber fürs nächste Mal merke ich mir erst abwarten und dann reingehen, weil ich sonst unverlässlich bin. So. So,
Setzt über. Full of masters. Nice. Und wir haben keinen Verschleiß, das kann ja gar nicht besser laufen. Ich wäre dafür trotzdem hier die Armee wieder neu auszuheben. So, und dann setzen wir unseren Typ hier rein. So, Warpstein hab. Energiereserve geht hoch. Ja. Dafür nehmen wir gerne die Risiken in Kauf. So, nehmen wir die. Und warten dann erstmal. Ich meine, unser Unterhalt ist gerade hochgegangen, aber wir werden gleich viel plündern gehen. Das Gute ist, dass wir jetzt endlich ein militärisches Bündnis mit unserem Skaven-Kollegen haben. Das ist mega hilfreich. Hey, ich meine, hätte ich noch die 10 Runden gewartet, wäre es besser gewesen. Jetzt bin ich unverlässlich. Das ist wiederum nicht so praktisch. Aber abgesehen davon läuft das prima. Wir müssen nur jetzt den Dunkelelfen da oben wegbashen gehen. Dann kriegen wir auch noch immer bessere Beziehungen, weil desto mehr wir den da oben weghauen, desto mehr mag uns das Game-Typ. Und ja, so passt das auf jeden Fall. Dann verbessert sich die Beziehung immer mehr. Wir werden gleichzeitig immer stärker und dann ist alles easy. Und er wehrt sich nicht mal. Ritual abgeschlossen. Plus für öffentliche Ordnung. Ja, nice. Kapitel ziehen. Das nächste Ritual abschließen. Huch. Das sind die einzigen Aufgaben, die wir haben, ne? Krass. Clan Rictus. So. Ach stimmt, du hast ja auch Fähigkeiten, ne? Und du kannst die Armee. Du kannst die Reichweite der Armee verbessern, ne? Ich trage das Einkommen aus Gebäuden in der lokalen Provinz. Reduziert den Feindlichen. Ich meine, du machst ja schon das. Ja, machen wir das mal. Erhöhen wir hier die Mobilität. Deines Tretschfreckschwanz. Ja, wenn jetzt nicht als Held da angreifen, sondern mit der Armee. So. Ja, wow. Die Garnison kann sich nicht wehren. So. Ne, wenn man kein Tiefenreich wäre. Plündern und besitzt. Oh, ja, perfekt. So, dann müssen wir hier unser Gefolge genauer untersuchen. Du bist schon auf gut dabei. Nehmen wir mal deinen kleinen Helfer. Skull. Füllt Trefferpunkte von Kämpfern auf. Oh ja, das ist gut. So, Weltrandrüstung. Plus 60 Rüstung. Hohoho. Machen wir dich mal zu einer untötbaren Bestie. Ja gut, nimmst du die einzige Waffe, die frei ist, auch wenn es ein Zwergenfluch ist. Das gleiche gilt für den Talisman. Glockenpoliger, Heldenkapazität. Plus ein für solchen Priester. Ne, machen wir Fraktionsforschung. Ja, okay. Wow. Gibt dir nichts anderes. So. Ja, sonst ist alles verteilt, okay. Sodele. Ah, solchen Mönche. Die haben Raserei. Die sollten wir auch benutzen. Weil die sind schlechter als Todesläufe. Dann bleibe ich bei Todesläufe. Ey, du hast ja auch einen Helden ganz vergessen. Ganz vergessen. So, wir bleiben aber zusammen. Kannst du gerne weiter nach vorne stellen? Aber wir bleiben, wie gesagt, eine Mannschaft. Ja, bauen wir das aus? Ich weiß nicht. Ja, dass ihr euch doppelt, das ist mir sehr wohl bewusst. Das ist Sinn der Sache. So, geben wir einmal das Geld aus. Wir werden es nicht wieder haben und dann machen wir weiter. Ich würde gerne. Ah, du hast jetzt Frieden gemacht mit dem Typen da hinten. Ne, dann mach ich auch Frieden mit deinem Typen. Ah, ich habe gar nicht Krieg mit dir. Ah, stimmt, okay, das ist sehr gut. Das ist ja total behindert. Oh, die würden fast annehmen. Ist ja mal der Hammer. Wir warten aber, bis wir verlässlich sind, sonst erklärt uns 100 pro nach der Konföderation direkt jemand den Krieg. Geil. Geil, wir können die Konföderation machen. Nice. So, Lofon ist auf dem gleichen Stand wie ich. So, also wir töten jetzt den weißen Dunkelelfen. Holen uns die Konföderation. Und dann töten müssen wir die beiden Dunkelelfen hier töten. Also einmal den Schwarzen hier und dann Nagarond noch. Was willst du? Nee, ich trete nicht da im Krieg bei, tut mir echt leid. Das sind schon echt coole Skaven-Kumpels, aber man muss es ja nicht übertreiben, ne? Vor allem geht die öffentliche Ordnung dann ja richtig den Berg ab. Wie stabil ist die denn?
Hier, also minus 8 würde ich aushalten. Hier würde ich es auch aushalten. Ja, ich würde es überall aushalten. So, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du denn alles? Du hast hier hinten Städte. Boah. Garnisonsgebäude in der Großstadt. Oh, der Hafen. Okay, die Gebäude sind eigentlich ganz gut. Ja, die gehen auch voll klar. Hier in der Rotkarspitze. Und das ist eine ganze Provinz. So, Eisenberger. Ja gut, dann erobert man die Stadt von denen, die den anderen... Ja, ist eigentlich ganz stabil aufgestellt. Oh nee, diese Armee ist aber nicht so toll. Aber wenn ich dich annektiere, bist du eh nicht mehr im Krieg mit denen. Oder übernehme ich den Krieg? Das ist eine ganze Menge Bullshit-Armeen. Aber ich glaube, ich würde dir jetzt schon die Konföderation anbieten. Oh yes! So, Konföderation. Mögliche Ordnung in Beziehung mit Skaven geht runter. Ist aber egal, hier sind keine anderen. Und ich bin nicht im Krieg mit denen, ne? Genau. So. Was machen wir denn hier? Generierte Nahrung hochsetzen. Machen wir mal. Du produzierst eine ganze Menge Kohle direkt, das gefällt mir sehr. Aber die Armeen sind jetzt massivst hochgegangen. Ja, 7400 allein dafür, dass ich so viele Armeen habe. Hör mal. Boah, ist das krass hier. Da müssen wir warten, bis wir was reinbauen können. Also die Stadt ist hier, also die beiden Städte produzieren gut Kohle. So. Level 1 Typ und nur Bullshit. Raus. Kommen wir mal so. Da, direkt 1700 mehr. So, wir haben hier drei Armeen noch chillen. Das ist auch so eine krasse Bullshit-Armee. Ich würde es einfach direkt löschen. Zack. Was du hier hinten machst, verstehe ich auch nicht ganz. Zack. So. Ich meine, wenn es auf Städte geht. Wir haben hier verschiedene Städte zu bekommen. Hier ist eine Einzelstadt. Da, du bist die Einzelstadt. Ah, du bist hart auf Rekrutierung, okay. So. Also die Städte sind eigentlich... Also er baut hart viel öffentliche Ordnung, keine Frage. Und er baut auch überall Garnisonsgebäude, aber das ist gar nicht mal so unpraktisch. Ich glaube, ich löse hier einfach alle Armeen auf. Ich bin hier eh nicht im Krieg und wenn mir jemand hier den Krieg erklärt, helfen die Popitz-Armeen mir auch nicht. Und ja, guckt euch mein Einkommen an, ne? Ziemlich geil. Und das geht nächste Runde auch runter. Also hier geht alles runter. Das ist super gut. Ein gebrochener Vertrag, sowohl auch die, das eine Ritual abgeschlossen. Es wird perfekt ausgeglichen, dass ich gerade an der Konföderation gemacht habe. Das ist ziemlich geil. So, das Prinzip rennen immer beide zusammen rum. Das macht es angenehmer. Haganev. Ah, da hinten. Ah, das ist ja gar nicht. Gehört ihm ja gar nicht. Das ist eine Einzelstadt hier. Aber gut, dass wir da das Rekrutierungsgebäude haben. Dann können wir gleich später andere Städte einnehmen und dann trotzdem noch super rekrutieren. So, zack. Ah, Ressource. Sofort bauen. Die haben wir vor allem noch gar nicht. So, eine Hinterhaltsstellung. Wenn du schon kein Lager aufschlagen kannst. Was verbessern wir hier denn noch? Hier in Nachladezeit, stimmt. Dann machen wir das nochmal hoch. So. Dili. Machen wir dich selber nochmal ein bisschen stärker. So. Naja, minus 3, das ist vollkommen verkraftbar. Vor allem, dass da einfach gar keiner mehr ist. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich müsste, also hier ist ja mit Abstand die reichste Provinz, ne? Also müssen wir schon die schwarze Küste hier ausbauen mit den Gebäuden. Zack. Das macht tatsächlich am meisten Sinn. So, man sieht gerade, wir sind noch mit 4 Städten im Krieg. Ihr könnt jetzt hier rüberlaufen, das wäre auch ein bisschen belastend, aber... Ist schon okay so. Die hat aber jedes... Warum hat einfach jede Stadt das Garnisonsgebäude? Das ist so abnormal. Ich meine, das ist mega geil für den Krieg, der hier später noch mit ihm kommt, aber what the fuck. Ja, und hier müssen wir auf jeden Fall das reinbauen. Also diesen Hafen hochwerden.
Muss überlegen, 1000 Einkommen und davon kommt einfach nur 300 von dem Hafen. Das darf man nicht vernachlässigen. So kann ich mit mehr Leuten handeln. Skaven Warlord! Separatisten des Clan Rictus, what? Now here listen. This what? What? Und was genau bin ich da im Krieg? So. Stop! No! Ja, die Sache ist, dass das hier eine Garnison hat. Und das ist sogar eine Großstadt. Du kannst ja gar nichts. Er könnte Kyra jetzt einnehmen und das wäre echt belastend, aber ansonsten. Oh, diese Konföderation ist so geil, Mann! Huch. Einfach mal schöne 6 Städte hinten reinbekommen und einfach das volle Einkommen benutzen, ohne eine weitere Armee haben zu müssen. Ah, shit. Ich sollte deren Bewegung nicht unsichtbar halten. Hinterhalt verhindert. Ach Mann, die wurden entdeckt. Ja, ich muss sie im Wald positionieren, damit die nicht entdeckt werden bei der Scheiße. Ja, okay, jetzt können wir auch schnell machen. Jetzt sind die Feinde schon durch. Na krass, diese Tore sind echt lustig. Ich muss mir jetzt gleich mal genauer angucken, wie das aussieht, wenn man die besetzt. Weil da scheint man ja schon Gebäude bauen zu können. Ah ne, das würde ich gerne sehen. Ja, so typisch Rebellenarmee. Greifen mich an, ich löse die Belagerung jetzt auf. What? Die Garnison ist ja auf null. Okay. Das ist hardcore belastend. Ich meine, ich kann hier ganz halbwegs rekrutieren, ne? Dann muss ich hier kurz eine Armee ausheben. Ach shit, die ganzen Guten sind ja eh noch nicht verfügbar, egal. Ich würde die Armee eh nur kurz haben. So. Hat er Schützen? Ja, so halb, ne? So, dann rennen wir nächste Runde rüber und versuchen das zu lösen. Ja, die gefrorene Stadt, eine Großstadt. So, wir greifen die noch direkt da an. Er soll gar nicht jetzt auf die Idee kommen, Armeen zu sammeln. Ah, da haben wir sie auch schon, die zweite. Ah, er wird mit seiner zweiten Armee doch noch nachkommen. Aber egal, wir sind zahlenmäßig weit überlegen. Ja gut, wir geben ihm die Möglichkeit, seine ganze Garnison da zu deployen. Das ist doch nicht so das Schlauste hier. Das ist schon hart, um was wir hier eigentlich machen. Ich wollte gerade das aufzulösen. Was passiert hier? Ah, forschen. Ja, machen wir Geschwindigkeit für Infanterie. Ja, ich will ihm nicht die Option gönnen, dass er seine ganze Garnisonsarmee hier noch einsetzen kann. Also wir geben ihm genau das, was er will. Er kann die meisten... Er kann dann alles an Truppen einfach benutzen, was er hat. Ja, du kannst direkt angreifen. Was zählt denn hier als Artillerie, deine Rattenoger oder wie? Supportet ihr euch gegenseitig? Ne, tut ihr nicht, das war dumm von mir. So, jetzt tut ihr es. Ja, wir bezahlen jetzt wieder einen ordentlichen Batzen drauf, weil wir noch eine Armee haben. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, warten wir mal eine Runde mit den Ausgaben. Hier bin ich verstorben, du magst mich nicht so, ne? Ja, ja. Weil dir gehört schon ziemlich viel von Ulfran, habe ich das Gefühl. Dass die Separatisten keinen Frieden machen, ist glaube ich klar. Vor allem, wenn die gerade eine Stadt belagern, die sie einnehmen können. Vor allem eine Großstadt. Oh, nee. Ich hoffe, die hält noch halbwegs durch.
Wir können uns auf jeden Fall neben die Großstadt stellen, gleich mit der Armee. Wenn er sie angreift, sollte die Armee tatsächlich in der Stadt spawnen. So ist das normalerweise, damit sie nicht einfach abgefrühstückt wird vor der Stadt. Und danach rekrutieren wir da munter weiter. Solange bis er die Stadt angreift oder sie anfängt zu verschleißen, weil ich nicht weiß, wie schnell die Stadt dann aufgibt. So. Ah, shit, du kannst ja die Stadt in einer Runde erreichen, ne? My bad. Aber das heißt, du stirbst in der Stadt. Hä? Bist du dumm? Ah, ist der behindert. Oh, ist das dumm. Der Typ fuckt mich ja richtig ab. Er wollte einfach nur die Stadt platt machen, einmal. Nee, jetzt komm, mach schon. Er läuft mir einfach nur hinterher. Eindringlinge in meinem Reich. Ihr hättet wenigstens nach militärischen Zugang fragen können. Finde ich jetzt nicht so prall, um ehrlich zu sein. Och, Gott sei Dank haben sie nichts gemacht. 38 Gold habt ihr geklaut. Ihr seid ja richtig krasse Typen. So, 9 Runden bis zur Kapitulation und... Ja. So, von wem brauche ich denn hier die Befugnisse? Ich würde mir jetzt einfach mal als Militär stehen. Warum hast du mich? Rituale abgeschlossen. Ja, das schadet den Beziehungen nicht nur ein bisschen. Gut, dass du ein gutes Stück schwächer bist als ich. So. Also können wir direkt neben die Stadt. Perfekto. What? Im Tunnelnetzwerk abgegriffen. Total vergessen, dass es das gibt. Oh, nein. Ich bin so dumm. Und den nächsten. So, nächstes Mal gewinne ich. Er verschleißt ja sowieso. Ja, ja, dann lasse ich. Ah, er hat sogar das Gebäude fällt. Gebäude, ja, perfekto. So, zack. Wir nehmen ihm jetzt die Wirtschaft. Ah, wir kriegen selber noch Wirtschaft dazu. Groß, yay. Und kriegen noch Level dabei. So. Für Todesräder und Dingschredder. Sehr gut. Clan retten, das bringt mir gar nichts so. Ja, werde ich wohl gegen Ende brauchen. Oder Rattenoga werden schnell. Habe ich aber auch nicht. Machen wir einfach die Schützen. So, hallo. Oh, was machst du denn hier? Ich mache einfach mal eine kurze Zeit keine Rituale, weil ich habe das Gefühl, das ist ganz praktisch. Nicht maximal die Beziehung hier kaputt zu machen. So. Hier könnten wir das fördern. Oder wir machen einfach mal gar nichts, weil es ist auch einfach nicht notwendig. Wir müssen jetzt eh noch 100 Jahre warten, bis die Stadt wieder was bauen kann. Ja, und um öffentliche Ordnung kümmern ist gerade echt nicht notwendig bei den Ausbauten, die ich plane. Wir machen die Behandlungsressourcen hoch. Oh yeah. Oder das auch mal. So, und sonst warten wir. Wir können auch das ausbauen. Sonst ist Schluss. Ah, mein einer Typ hier ist noch ein Level up. So, zack. Ja, dann darf er gerne die Stadt wieder platt machen, auch wenn ich da gerade Handelsressourcen rausbekomme. Und sonst müssen wir warten, bis er irgendwann die Stadt einnimmt. Ich werde ihn jetzt nicht in seiner Großstadt angreifen. Er rekrutiert sowieso nicht. Also, das ist einfach eine Sache von Zeit. Hinten ist eine Ruine, aber ja, die Mahdi für das unangenehme Klima erklären sich selber. Du musst jetzt nicht noch reinlaufen. Ey, der Typ weigert sich. Junge, ich bin schon mit 10 Leuten im Krieg. Und du bist sogar stärker als ich. Die Antwort ist nein. Die Antwort ist einfach mal nein. Ich mach da gar nichts mit dir. Ich muss mich hier darum kümmern, dass die gefrorene Stadt mal ihre Armeen wegräumt. Er ist halt echt nicht dumm, so, ne? Ah, was passiert denn hier?
Euer Kommandant hat was Interessantes zu berichten. Was ist denn mit denen falsch? Aber minus 3000. Oder ich kriege Erfahrung. Nee, die Rüstung ist geil. In das Projekt investieren. So, dann nehmen wir direkt mal unseren Kommandanten her. Weil der Helm der Zwietracht, ich meine, der ist schon hammerhart geil, aber guck dich das mal an. Oh yeah, ich mach Angst, und zwar doppelt jetzt. Feines Jägerboard, das ist geil. Zack. So, mein anderer Anführer nimmt aber dann die Rüstung der Zwietracht. Er weigert sich echt da rauszukommen, ne? Ich meine, seine Armee besteht auch irgendwie nur aus Helden, habe ich das Gefühl. Great one. So, du kommst da durch. Ja, du kommst knapp dran. Greifen wir an. Ich meine, wenn er einfach nicht herkommt, dann ist das halt seine Schuld, ne? Dann reiße ich jetzt hier alles ab. Zack. Oh, noch ein Hafen, ist ja super. So, ihr bleibt aber zusammen. Ihr bleibt zusammen. Ich werde dich mal neben die Stadt und dann gehst du mit Gewaltmarsch da rein. Ich will, dass er eine der beiden Städte einnimmt. Oder sich irgendwo auf offenes Gelände hinstellt. Der Rest ist mir sowas von egal und dann wird er nämlich einfach weggeklatscht. So, wir können die Rituale wieder machen. Sehr schön. Wie sieht es da oben aus? So, er ist jetzt immer noch mega low. Und ich würde einfach sagen, ich renne da jetzt wieder so rein. Also wirklich genau in seine Fresse. Ah, das ging sogar. Problem ist, er kann die Stadt nächste Runde angreifen. Das war ein wann hungert die Stadt denn? Ah, lol! Die Verstärkungsarmee ist da. Ja, perfekt. Die ganze Garnison! Boah, das sind aber auch richtig gute Einheiten bei. Gib mal Geld. So. Der Rest ist mir egal. 783, so. Viel zu teuer. Vor allem durch die ganzen Prozent-Sachen, die da oben drauf kommen. Alter, guckt euch mal das Geld an, was wir verdienen. So, das bauen wir jetzt wirklich mal aus. So, das können wir hier runterreißen, ne? Gibt 2400 und das bauen wir auf. Können wir eine Zeit lang keine Sturmratten rekrutieren, aber ich vertraue auf mich selber, dass das okay ist. Ja, ich repariere es nicht. Wofür? Er macht doch eh gleich platt. Okay, das mit den Riten ist echt mies. Also ich finde die Spielmechanik geil an sich, dass die Beziehung immer schlechter wird, aber es ist halt echt mies so. Oh nee, komm, das gucke ich mir jetzt nicht an. Es gibt nur noch 3 Hochelfen. Ich habe das Gefühl, dass Laufa gleich die ganze Alphorn-Insel erobert wird und mir dann durchgehend auf den Sack geht für den Rest der Kampagne. Es gibt keinen Grund zu denken, dass es nicht tut. Oh. Das war schon mal dumm. Wenn du Pech hast, erreiche ich dich da, wo du bist. Das war's? Ist der dumm? Der splittet seine Armeen. Das ist ja mal mega dumm. Das verstehe ich ja mal gar nicht. Hä? Bist du dumm? Ja gut, dann renne ich da halt drauf, ne? Würde ich mal so ganz frech behaupten. Der himmlische Sturm, die muss ich gleich auch noch töten. So, die haben das Ritual hier auch mal abgeschlossen. Piraterie. Nein! Für wie viele Runden nochmal genau? Für 3, okay. So. Du erreichst ihn nicht. Ich glaube, ich erreiche ihn wirklich gar nicht, auch nicht mit meiner Hauptarmee. Doch, ist er dumm. So, erstmal gar nicht bewegen, sonst riskiere ich das noch zu verlieren. Das ist ja mal eine mega behinderte Sache von ihm. Hey, du als Armee. Du gibst dich jetzt mal einen Gewaltmarsch in die Stadt. Weil die Stadt kämpft auch noch mit. Ich meine, okay, die Stadt Garnison ist echt nicht vorhanden. So. Aber, wow. Ja, easy. Beide Armeen und noch eine Mini-Stadt Garnison. Das ist ja mal das Dümmste, was ich gesehen habe. Das brauche ich nicht mehr selber zu machen. So, ich habe nicht mal meine fucking Skaven-Sklaven direkt verloren. Ich habe gar nichts verloren. 10 Nahrung kassiert. Oh, meine Nahrung ist momentan echt nicht so gut aufgestellt. Nee, dann nehme ich mir nochmal Nahrung raus. Und 3000 Gold wegen den Armeen, nice.
Einfach nur geil. Sammeln, perfekt. Endlich kann ich die nächste Fähigkeit machen. Ja, meine Armee ist nächste Runde voll, weil meine Armee einfach geil ist. Wie wär's damit? Schwach gegen einzelne Kämpfer. Ich will mal was lernen, was gegen Helden gut ist. Und dass sich jemand nicht bewegen kann, ist schon eine geile Fähigkeit. Das haben wir schon mal benutzt in der Kampagne. So. 11.000, das müssen wir echt mal hart ausnutzen. Wir können die Gebäude ausbauen. So, wenn ich das hier mache. Ich meine, hier kriege ich keine Technologie, glaube ich, auf höchstem Niveau. Aber hier so halb, ne? Ich meine, ich habe jetzt einfach noch den Slot, um das auszubauen. Wenn ich ihn habe, nutze ich ihn auch. Ich glaube, das Handelsressourcen ausbauen ist somit das Wichtigste jetzt erstmal. Das klingt zwar dumm, aber es steigert am meisten das Einkommen. Das würde ich jetzt schon weiter... Nee, noch nicht. Noch ist die Stadt nicht erobert. Das ist noch sinnlos. Sonst reißt er einfach mittendrin es wieder ab. Aber Leute, wir werden hier nochmal die Runde und dann damit auch den Part. Wir haben den Part echt viel gerissen. Also wir haben uns echt mega erweitert. Also Problem ist immer noch die Nahrung. Da müssen wir jetzt bald, also wir müssen Tiefenreiche irgendwo aufbauen. Weil wir keine Nahrung mehr haben. Und Tiefenreiche geben uns mit am meisten und Forschung vorantreiben. Auf jeden Fall brauchen wir Provinzen, die auch selber Nahrung herstellen. Das geht ja auf den hohen Stufen da. Weil Großstadtgebäude, ich glaube, da gab es ja zwei jetzt, die Nahrung produzieren können. Und das würde ich schon gerne haben. Ach stimmt, hier gibt es auch ganz viele andere Hochelfen. Ganz vergessen, dass es da zwei Dinge gab. Ich bin dumm. Nee, komm, mach einfach hin. Ich habe meinen Feind eh schon geskippt, aus Versehen. Dann ist mir der Rest egal. So. Na gut, dann sind die Scalpen noch dran. Ja, ist doch ziemlich entspannt. Also ich glaube, ich brauche mir da um wenig Sorgen zu machen. Entschuldigung, nächste Runde kommt dann irgendwas. So, jetzt seid ihr alle zum Dienst bereit. Sehr gut. Und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal, Leute. Wir werden dann die gefrorene Stadt einnehmen mit unserer geilen Skaven-Armee, die jetzt einfach mal wieder voll ist. Und dann machen wir die Elfen platt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.